Immer weniger Kinder können schwimmen. Deshalb haben Manuela Kuck und Annika Doden, Sportlehrerinnen an der Tetter von Oldersum Grundschule in Tettens, sowie Schulleiterin Jana Reck, mit den ersten und zweiten Klassen einen Schwimmkursus im Freibad Tettens organisiert. In zwei Gruppen, Nichtschwimmer und Schwimmer, durften die Grundschüler unter Aufsicht im Wasser tollen, veranstalteten Wettschwimmen und lernten, sich im Wasser sicher zu bewegen. Und ganz Mutige nahmen Anlauf und sprangen mit einem Riesenplatsch vom Beckenrand ins Wasser. Das geht sogar mit Schwimmflügeln. Geplant ist, je nach Wetter regelmäßig mit den Kindern schwimmen zu gehen.